Meistens, wenn Leute herausfinden, dass ich Lehrer bin, folgt die erste Frage, welche Fächer unterrichtest du? Dann sage ich natürlich Deutsch, Englisch, Sport und so weiter. Aber letztens habe ich ein Zitat gehört und das hat mich wieder zum Nachdenken gebracht. Wir Lehrpersonen müssen sehr aufpassen, dass es nicht nur die Fächer sind, die wir unterrichten, denn schlussendlich unterrichten wir Menschen. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, in diesem Video geht es mehr um einen Denkanstoß. Es ist kein Video-Tutorial, ich werde keine Tipps ergeben oder sowas, sondern ich will mehr dich zum Nachdenken dazu bringen, was willst du eigentlich als Lehrperson erreichen in deinem Leben? Warum bist du eigentlich Lehrperson geworden? Hast du dich diese Frage wieder mal gestellt in letzter Zeit? Und es geht um sehr viele verschiedene große Fragen, um das Schulsystem und deine persönliche Haltung, weil ich merke bei mir in letzter Zeit auch immer wieder, sind es wirklich diese Themen, die ich unterrichten möchte? Geht es um diese Themen, dass die Schüler dieses Allgemeinwissen in erster Linie kriegen? Oder geht es nicht vielmehr darum, dass sie dazu motiviere, dazu animiere, dass sie Lust haben, diese Themen zu lernen? Und für mich ist das viel mehr die Basis, die man erreichen sollte als Lehrperson. Dass man nicht einfach sagt, das und das und das ist wichtig im Leben, es ist wichtig, dass ihr das versteht und kennt, damit ihr mehr in der Welt mit den Dingen lernt, könnt umzugehen, sondern es geht vielmehr darum, dass ich die Schüler dazu motivieren kann, dass sie wirklich Lust haben, dass sie Spaß haben, einfach ein Buch in die Hand zu nehmen oder irgendeinen Lerngegenstand zu nehmen und sich zu fragen, was ist das, worum geht es hier, was ist das Problem, wie kann ich das Problem lösen, wie kann ich was Kreatives daraus machen. Also vielmehr zu coachen, anstatt einfach nur zu sagen, das und das ist die Regel, das und das ist die Grammatik, das und das ist wichtig, die Rechtschreibung ist wichtig für die Berufswahl und so weiter. Nein, warum ist die Rechtschreibung wichtig? Warum ist vielleicht ein bisschen Grammatik hilfreich? Wie kann ich bestimmte Fähigkeiten mir im Deutsch aneignen, damit ich kompetenter im Leben auftreten kann, damit ich besser kommunizieren kann, damit ich Freude habe am Lesen, dass ich Lust habe, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen und nicht nur einfach Goethe lese oder irgendwie irgendwelche deutsche Literatur, die wichtige Klassiker sind, lese, weil es mir die Lehrperson sagt. Nein, habe ich etwas in der Schule gelernt, so dass ich noch 30, 40, 50 Jahre lang Lust habe, immer wieder lebenslang zu lernen. Und ich will jetzt hier nur meine persönliche Meinung sagen, dass niemand muss mit mir einverstanden sein, aber ganz ehrlich, ich glaube, 50, vielleicht sogar mehr Prozent von dem, was Schüler in der Schule lernen oder was ich in der Schule gelernt habe, habe ich niemals im Leben gebraucht. Niemals. Und ich finde, darüber sollten wir viel mehr nachdenken. Was müssen unsere Schüler wirklich lernen? Was müssen wir wirklich aus dem Lehrplan herausnehmen und wie müssen wir es umsetzen, damit es wirklich etwas bringt? Damit sie wirklich noch in 30 Jahren Lust haben, neue Dinge zu lernen und nicht nur einfach denken, ah, lernen, gleich Schule, gleich mühsam, gleich ich habe keinen Bock, ich mache einfach das Nötigste und damit hat sich's. Und in den letzten 2 Jahren, muss ich für mich persönlich sagen, hat sich in dem Schulmodell, in dem ich zurzeit arbeite, mit einem großen Anteil an selbstorganisiertem Lernen, wo die Materialien von Anfang an zusammengestellt werden und die Schüler angeleitet werden, aber sie mehr Freiheiten haben, zu entscheiden, wann sie was machen und sie müssen schon bis und dann theoretisch eine gewisse Menge an Stoff gemacht haben, damit sie die und die Note erreichen können, die sie wollen. Aber seitdem ich mehr so das Ganze angehe, quasi, hier ist das Lernmaterial, denn heutzutage, wie gesagt, das Internet ermöglicht Schülerinnen zum Teil mehr Wissen als die Lehrperson zu haben. Deshalb gibt es auch einfach intelligentere Schülerinnen als die Lehrperson oder einfach Schüler, die mehr Wissen als die Lehrperson in einem bestimmten Bereich. Und seither bin ich viel entspannter, weil ich lerne mehr die Verantwortung an den Schüler zu übergeben, anstatt dass ich einfach immer sage, jetzt und jetzt tust du das und das und das, sondern nee, ich versuche sie mehr zu coachen, dass sie Verantwortung übernehmen und mehr darüber nachdenken, warum lohnt es sich für mich, das zu lernen, warum lohnt es sich für mich, das, mich anzustrengen, um diese und diese Note zu erreichen. Und ich kann mich als Lehrperson ein bisschen mehr zurücknehmen, weil die Verantwortung liegt jetzt bei den Schülern. Ich muss nicht immer ihnen hinterherrennen, dass sie die Hausaufgaben abgeben. Ich muss ihnen nicht mehr hinterherrennen, dass sie genügend in den Prüfungen sein werden. Sondern ich bin regelmäßig im Gespräch mit allen einzelnen Schülern und thematisiere viel mehr,
was möchtest du? Okay, du hast eine bestimmte Berufsvorstellung, dann musst du dir überlegen, du brauchst vielleicht in diesem Fach diese und diese Note oder in diesem Fach diese und diese Note. Also solltest du mindestens das machen. Aber ja, theoretisch in diesem Fach, das ist nicht so wichtig für den Beruf, der dich interessiert. Vielleicht kannst du einfach schauen, dass du genügend bist. Oder ja, wenn es mal ein bisschen ungenügend ist, vielleicht ist es nicht so ein großes Drama. Aber einfach sich als Lehrperson dort mehr Gedanken zu machen, ist es wirklich nötig, diese jungen Menschen immer zu pushen, zu pushen, zu pushen. Und wie kann ich mich auch als Lehrperson weiterentwickeln, sodass ich zufriedener bin und mehr Freude im Leben habe und mehr sinnvolle Arbeit mache, als dass ich einfach nur das tue, was der Lehrplan und die Politik, die Schulpolitik uns sagt. So, stelle ich also einfach die Frage, was will ich hinterlassen als Lehrperson auf dieser Erde? Wie soll mein Berufsleben in 10, 20 Jahren aussehen? Und lerne immer mehr dazu. Hol dir ein gutes Buch, benutze einen der Links unten. So kannst du mich übrigens auch ein bisschen unterstützen, weil ich erhalte eine winzige Provision von allem, was du bestellst, egal ob Bücher oder andere Dinge. Und es kostet dich nicht mehr. Aber lerne einfach immer mehr dazu. Lies jeden Tag ein bisschen was Neues. Es muss auch nicht mehr nur mit der Schule zu tun haben. Es kann was anderes sein. Ich lese sehr gerne über Psychologie oder andere Dinge. Und hör auf, nie zu lernen. Hör auf, nie Spaß haben am Lernen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Bis bald. Ciao.